Hallo ihr Lieben und auch die nicht so netten. Herzlich willkommen zu InsideCoin Folge 743. Ja, ich habe mich extra schick gemacht, denn wie es der Felix schon letzte Woche gedroppt hat, ist das meine letzte Folge InsideCoin, die ich für euch moderieren werde. Warum, wieso, weshalb, das kommt alles nachher, denn es soll jetzt nicht so traurig werden. Deswegen haben wir auch wieder ganz, ganz viele tolle Themen für euch dabei, worauf ihr euch richtig freuen dürft. Und da haben wir nämlich einmal durchgezockt. Und zwar hat der Dennis für euch Rise of Ronin angeschaut. Dann haben wir das Filetstück der Woche. Und zwar zu Alone in the Dark. Haben wir noch einen First Look und zwar Tribes 3 Rivals. Das habe ich mir im Early Access für euch angeschaut. Und zum Abschluss haben wir noch einen kleinen Talk zwischen dem Basti und dem Felix zu Dragon's Dogma 2. Da haben wir wirklich große und tolle Themen dabei. Ey, ich meine, Rise of the Ronin und Dragon's Dogma 2, das sind ja gerade die großen Titel, die rauskommen. Aber ich habe noch was ganz anderes Tolles für euch dabei. Und zwar mal wieder ein kleines, nettes Gewinnspiel. Und zwar wurde das uns zur Verfügung gestellt von Carrera. Und zwar geht es um Princess Peach Showtime. Ihr könnt diesen kleinen, netten Flitzer gewinnen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist mir die folgende Frage zu beantworten. Über welches Königreich regiert denn Princess Peach überhaupt? Wenn ihr das wisst, schickt uns gerne eure Lösung an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse. Ich wünsche euch ganz viel Glück. So, natürlich ist in der letzten Zeit, habe ich gemerkt, ich mache die News immer für euch. Und in letzter Zeit ist gar nicht so viel los. Ich habe mich immer gewundert, ich setze mich hin, mache die News und merke so, hey, aktuell ist echt nicht viel los. Ist irgendwie Ende des Jahres oder Ende des Fiskaljahres, muss man ja sagen. Wo sind die ganzen Themen? Aber ich habe trotzdem zwei, drei kleine für euch gefunden, über die möchte ich mit euch quatschen. Erinnert ihr euch noch an diesen riesen juristischen Streit zwischen Apple und Epic Games? Das hat ja uns, abgesehen davon, sehr viele News, die eigentlich nicht zutage kommen sollten, gefördert und uns immer so gezeigt, ey, was denn so hinter den Kulissen los ist. Aber jetzt kam auch ein Ergebnis raus. Und zwar hat die EU ein neues Gesetz verabschiedet, und zwar, was die Monopolstellungen dieser ganzen App-Stores auf den Mobile-Plattformen, also Android und iOS, aufweicht. Heißt, Epic Games kann jetzt seinen eigenen App Store, also Epic Games Store, für die Mobile-Plattform anbieten. Soll auch noch in diesem Jahr erscheinen, das haben sie jetzt angekündigt, für Android und iOS. Ich hoffe einfach mal, dass dieser neue Marktplatz dann irgendwie ein bisschen besser läuft als auf dem PC, weil der ist ja irgendwie ein bisschen unsmooth noch. Also da ist Steam schon deutlich besser. Vielleicht machen sie es ja auf Mobile deutlich besser zu Beginn. Dann habe ich noch ein paar, ich nenne es mal Technik-News für euch dabei, denn es kamen jetzt so ein paar Gerüchte raus, die jetzt auch sehr, sehr ja, konkret wirken, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar einmal die PlayStation 5 Pro. Gab es schon öfter zu Gerichte, jetzt Gerüchte. Gerichte? Ich koche mir heute eine PlayStation 5 Pro. Nein, Gerüchte natürlich. Und die sind jetzt wirklich sehr konkret. Und zwar geht es darum, dass es jetzt wirklich technische Details gab. Und zwar, ich muss die ablesen, ich weiß sie nicht auswendig. Und zwar der Systemspeicher, der soll 576 GB pro Sekunde statt 448 schaffen. Das sind so rund 30% schneller. Die CPU ist zwar die gleiche, soll aber höher getaktet werden. Hat dann 3,85 GHz, das sind ungefähr 10% mehr. Dafür ist die GPU ein bisschen langsamer, so ein Prozent, 1,5. Aber beim Raytracing, da haben sie ordentlich draufgepackt. Und zwar 45% schnelleres Rendering und fast zwei- oder dreimal so viel. Was bedeutet jetzt am Ende? Naja, die PlayStation 5 Pro soll erstmal, also im besten Fall, konstant 4K mit 60 FPS schaffen. Also das, was die Next Gen ja eigentlich schon schaffen sollte. Aber irgendwie bei manchen Titeln immer so an die Grenzen stößt, soll sie jetzt schaffen. Und sie haben noch eine neue Technik dabei. Und zwar nennt sie das PSSR. Damit soll sogar 8K 60 oder 4K 120 geschafft werden. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich lasse mich überraschen. Wenn wir schon bei PlayStation sind, die PSVR 2, ja, die läuft leider so gar nicht gut, liegt wie Blei in den Regalen. Da wurde jetzt auch wohl gesagt, dass die Produktion gestoppt wurde. Die haben ungefähr 2 Millionen Stück produziert, ein bisschen über die Hälfte anscheinend verkauft. Am Anfang gab es ja richtig krass Werbung, es kamen coole Launch-Titel raus. Und jetzt ist da halt einfach nichts mehr. Und deswegen haben sie gesagt, läuft nicht so, ist nicht offiziell eingestampft, aber die Produktion ist wohl gestoppt. Im Hintergrund plant man jetzt wohl zumindest die PSVR 2 für den PC tauglich zu machen, um da vielleicht noch so ein bisschen den Markt abzugreifen. Und wenn wir schon natürlich bei PlayStation sind, dann müssen wir auch auf die andere Seite schauen. Was macht denn Microsoft mit der Xbox? Da kam jetzt auch, ja, eine Xbox Series Pro X vielleicht oder irgendwie so. Gab es jetzt auch schon Gerüchte im Februar. Jetzt kam wieder neues Futter. Und zwar wurde ein Dev-Kit in Korea, glaube ich, registriert, und zwar mit der Modellnummer 2098, die soll komplett weiß sein, komplett digital, also kein Laufwerk, aber da technische Details, wie gut die ist oder so, das gibt es bis jetzt noch nicht. Kommen wir damit noch zum Deutschen Computerspielpreis 2024, da gab es jetzt die Nominierten und ich
lese euch jetzt nicht alle vor, aber so die zwei, drei wichtigen. Und zwar einmal natürlich das beste deutsche Spiel. Was sind da so die Nominierten? Da haben wir dieses Jahr Atlas Fallen, Everspace 2 und Fall of Porcupine. Spricht man das so aus? Habe ich davon noch nie gehört. Denn es ist auch ein Indie-Game, sage ich mal, weil in der Kategorie Nachwuchspreis, bestes Debüt, kommt das auch wieder direkt vor. Fall of Porcupine, Lose Control und Ad Infinitum. Finde ich geil, dass wenn so ein kleines Spiel, das gerade erst rauskommt als Indie-Game, noch direkt als bestes deutsches Spiel nominiert ist, sei denen gegönnt. Vielleicht schaue ich mir mal an, weil das scheint ja wirklich ein gutes Ding zu sein. Und noch Studio des Jahres, da haben wir Isaiah Interactive, Pixel Maniacs und Playing History. Die Preisverleihung ist am 18. April in München. Auch da wünsche ich natürlich allen Studios viel Glück. Wenn es soweit ist, werden wir hier da garantiert drüber berichten. So. Damit kommen wir zu unserem ersten Beitrag und zwar haben wir Rise of the Ronin. Ja, dieses, ja, ich sag mal, PlayStation-Exklusivspiel, worauf sich, glaube ich, jetzt viele Leute gefreut haben, weil das kam jetzt raus, war der erste große Titel, glaube ich, der jetzt für die PlayStation kam. Und das hat sich der Dennis für euch angeschaut. Und der hat sich gedacht, er lässt euch mal wissen, was so seine Meinung dazu ist. Und deswegen hier durchgezockt Rise of the Ronin. Unverbrauchte Settings finden sich in der Videospiellandschaft nur noch selten. Das historische Japan, das hat der AAA-Zug bisher aber zumindest kaum auf die Hörner genommen. Sucker Punch nahm sich diese Aufgabe an und heraus kam einer der stimmungsvollsten Titel der letzten Jahre. Ghost of Tsushima begeisterte 2020 mit fantastischen Panoramen, einer unsagbar schönen Spielwelt, glaubhaften Details, Duellen im Mondlicht und einer vom legendären Regisseur Akira Kurosawa geprägten Optik, die bisweilen schon Filmreife erreichte. Trotz des PlayStation 4-Ursprungs steckt Ghost of Tsushima aktuelle vergleichbare Werke ohne Probleme in die Tasche. Hier passt einfach alles. Und genau das kann ich von Rise of the Ronin aus dem Hause Team Ninja leider nicht sagen. Die Spielwelt punktet mit ihren historischen Städten und Gegenden wie Yokohama, Edo und Kyoto zwar mit Authentizität und lässt jedes Nippon-Herz höher schlagen. Die Erkundung via Gleitschirm und Enterhaken ist ganz nett, kennt ihr aber besser aus anderen Titeln. Aber die Technik eliminiert alle Vorteile regelrecht. Pop-ups, matschige Texturen und katastrophale Animationen schreien nicht unbedingt Current-Gen-Exklusivität, vielmehr fühlte ich mich oftmals so, als würde ich vor einer PlayStation 3 sitzen. Verglichen mit dem ebenso gepriesenen Ghost of Tsushima wirkt das hier Gebotene fast schon frech. Immerhin fallen die deutschen Sprecher von Rise of the Ronin sowie die zeitgemäße Musik sehr gut aus. Für das extra Plus an Authentizität würde ich aber zur japanischen Voice-Over raten. Rise of the Ronin spielt in einer anderen Epoche der japanischen Geschichte, die aber wahnsinnig spannend ist. Die Edo-Periode neigt sich dem Ende zu. Nach langen Jahren der Einigelung öffnet das Land der aufgehenden Sonne langsam wieder die Pforten für westliche Einflüsse. Das schmeckt freilich nicht allen Bürgerinnen und Bürgern und ihr steckt mittendrin im Konflikt zwischen dem altehrwürdigen Shogunat und diversen progressiven Fraktionen. Rise of the Ronin beginnt wie die Mutter aller Rachegeschichten. Ihr und eure Zwillingsklinge lebt gemeinsam in Frieden und trainiert, bis das Holzkatana kracht. Bei eurer ersten echten Mission läuft jedoch einiges schief und ihr stellt euch Matthew Perry. Nach dem aufreibenden Kampf und anschließendem Sieg über den historischen amerikanischen Seeoffizier taucht jedoch der blaue Dämon auf. Der maskentragende Samurai ist so gar nicht in Kuschellaune und schlägt eurer besseren Hälfte kurzerhand ein paar nicht mehr benötigte Körperteile ab und ihr werdet getrennt. Um das böse Taten-Bingo zu vollenden, brennen böse Buben auch gleich noch euer Dorf nieder. Verantwortlich hierfür zeichnen aber nicht die amerikanischen Aggressoren, stattdessen hegen die Schlingel vom Shogunat einen Groll gegen eure Oase der Einsamkeit. Warum und weshalb, das gilt es für euch herauszufinden. Im Zuge eurer ewig währenden Mission, eure Zwillingsklinge zu finden und euer Dorf zu rächen, trefft ihr auf allerhand reale Personen der Edo-Ära und werdet in den Strudel der Machtkämpfe gezogen. Ihr habt jetzt schon einen gordischen Knoten im Hirn? Ging mir nicht anders. Was? Wenn ihr nicht gerade eure Doktorarbeit über das Bakumatsu verfasst habt, treibt euch die Vielzahl an Personen, Orten und politischen Verstrickungen sicherlich ebenso schnell an den Rand der geistigen Gesundheit wie mich. Da hilft es auch nur wenig, dass euer selbstgebastelter Charakter in den meisten Fällen stumm bleibt und ihr euch so noch mehr wie ein Fremdkörper fühlt. Die Entscheidungen, ob ihr mit oder gegen das Shogunat kämpft, wirken sich zudem so wenig aus, dass ich mich bisweilen fragte, warum ich sie überhaupt treffen sollte. Nicht weniger seltsam gestaltet sich das Begleitersystem. Nach gefühlt jeder zweiten Mission verbindet ihr euch mit einer neuen Person, die euch fortan in Quests begleitet und natürlich dürft ihr sie auch beschenken. Je nach Bindungsstufe erhöhen sich Boni, alternativ tauscht ihr die KI-Kumpanen durch echte Mitspieler aus. Trotz des spannenden Settings lässt Rise of the Ronin also durchaus federn. Das macht aber nichts, denn das Kampfsystem schallert dafür richtig. Oder? Ja! Oder? Ja!
Zumindest war in diesem Segment immer Verlass auf Team Ninja. Und ja, auch bei ihrem neuesten Werk gibt es wieder einige spannende Mechaniken, die bisweilen aber in die Belanglosigkeit abdriften. Aber von vorne. Nach der Erstellung eurer Spielfigur und eurer Zwillingsklinge wählt ihr aus 6 Klassen euren Favoriten. Letztlich erwies sich diese Wahl aber als ziemlich irrelevant. Im Spieldurchlauf schmiss mich Rise of the Ronin regelrecht mit Fertigkeitspunkten zu, sodass ich nach und nach sämtliche Skills und Boni freischaltete, wodurch die Relevanz der Wahl meiner Waffe und der Abstammung schneller verpuffte als Japans Unabhängigkeit nach 1867. Die Kämpfe laufen angenehm flott ab und pro Waffengattung rüstet ihr bis zu 3 Skills aus, die ihr in Steinschere-Papier-Prinzip gegen eure Feinde einsetzen müsst. Neben normalen und aufgeladenen Schlägen entfesselt ihr mit euren Katanas, Odachis, Speeren oder Bajonetten noch besondere Waffenfertigkeiten. Die verursachen haufenweise Ki-Schaden, senken also die Ausdauer eurer Feinde und machen sie anfällig für Finishing-Moves. Dabei solltet ihr stets eure eigene Ki-Leiste im Blick haben, diese leert sich durch Angriffe und eingesteckte Treffer. Mit am wichtigsten fallen jedoch die Paraden aus, die nicht nur entfernt an Sekiro erinnern. Eine ellenlange Angriffskette abzuwehren und direkt mit einem Finisher nachzusetzen, das befriedigt einfach ungemein. Dennoch sind die Kämpfe in Rise of the Ronin ein zweischneidiges Schwert. In keiner Sekunde erreichen sie die Präzision von From Software oder die Epicness von Ghost of Tsushima. Dafür kreuzt ihr entschieden zu oft die Klingen, die Kamera versteckt sich zu häufig hinter der Wand und an Varianz mangelt es auch. Was nicht zuletzt daran liegt, dass Team Ninja mit Bossen um sich schmeißt, wie Donald Trump mit Fake News. Maybe that's a question you should ask China. Die Souls-like-Liebe vermochten die Entwicklerinnen und Entwickler aber nicht ganz auszublenden. Durch Rasten an Fahnenmasten füllen sich Heil-Items und Munition wieder auf, auch Gegner erscheinen wieder. Einen Teil eurer Erfahrungspunkte verliert ihr ebenfalls, habt aber eine Chance, sie von eurem Henker zurückzuholen. Dennoch waren die Kämpfe zu keiner Zeit ein Seppuku-Grund, dafür funktionieren sie letztlich zu gut und bieten noch weitere Mechaniken wie Elementareffekte oder Ki-Rückgewinnung durch das Abschütteln des Blutes von eurer Klinge. In Sachen offene Welt scheint Team Ninja aber verpasst zu haben, dass sich seit Assassin's Creed 2 einiges getan hat. Katzen suchen, Gebiete durch Töten aller Feinde säubern, Würfelglücksspiele, Fotoherausforderungen und versteckte Schreine, Gleitschirmherausforderungen, all das mag zur PlayStation 3-Ära noch akzeptabel gewesen sein. 2024 entlockt es mir aber lediglich ein müdes Nani. Beim Missionsdesign stellt sich Rise of the Ronin nicht besser an. Auch wenn euch der Titel gerne vorgaukelt, dass ihr mehr zu tun habt, läuft es doch immer darauf hinaus, alle Gegner in einem Gebiet abzumurksen. Wirkliche Abwechslung sucht ihr vergebens und wenn ihr euch doch mal am Stealth versuchen wollt, macht euch das unpräzise System einen Strich durch die Rechnung. Während Gegnerkämpfe in ihrem direkten Umfeld zumeist gekonnt ignorieren, erblicken sie euch dank ihren Katzenaugen bisweilen selbst in der stockfinsteren Nacht. Schon klar, ein Ronin ist nun mal nicht so ein versierter Schleicher wie ein Shinobi. Dennoch, warum Stealth anbieten, wenn es nur in den seltensten Fällen funktioniert? In einer Mission galt es beispielsweise, ein Gasthaus zu infiltrieren und das am besten ohne Waffengewalt. Der Versuch schlug fehl, also rannte ich einfach bis zur gesuchten Kiste mit den Geheimdokumenten durch. Hier offenbarte sich der Wolf im Schafpelz, denn natürlich stellte mir Rise of the Ronin noch einen Boss entgegen. Waffengewalt war von Anfang an also unumgehbar. Im Zuge seiner etwa 25 Stunden langen Story schafft es das Spiel sogar noch, einige Missionen gekünstelt zu strecken. So ließ mich eine Hauptmission tatsächlich Holz sammeln, bevor es wirklich losging. Hör auf mich zu verarschen, Alter. Zusammenfassend würde ich Rise of the Ronin als Mittelmaß per Definition betiteln. Einzig das Setting sticht hervor und trifft dank aktueller Serien wie Shogun und Blue Eye Samurai gerade sicherlich einen Nerv. Aber die Open World präsentiert sich so hässlich und formelhaft, dass es regelrecht schmerzt. Und die Story bietet interessante Ansätze, verliert sich aber in ihrer konfusen Erzählstruktur und den Pseudo-Entscheidungen, deren Auswirkungen letztlich nicht spürbar sind. Will Team Ninja, dass ihr für oder gegen das Shogunat kämpft, dann zwingt euch das Spiel dazu. Bei dem historischen Kontext bleibt natürlich nur wenig Handlungsspielraum, aber warum dann überhaupt die Illusion einer Wahl? Die Kämpfe hingegen bringen schon ordentlich Gaudi und Herausforderung auf den Bildschirm, stinken aber verglichen mit den offensichtlichen Vorbildern ordentlich ab. Beim Endgame reicht es auch nicht, euch einfach bereits absolvierte Missionen für besseren Loot in einem höheren Schwierigkeitsgrad absolvieren zu lassen. Zumal Team Ninja eine Unart aus anderen Titeln auch hier fortführt. Ihr werdet mit neuen Waffen und Ausrüstungsgegenständen regelrecht überflutet. Wirklich relevant ist aber nur ein Bruchteil von ihnen. So bleibt unterm Strich ein spielgewordenes Achselzucken zurück. Das immense Potenzial schöpft Rise of the Ronin nicht im Ansatz aus. Wenn ihr Fans der Epoche oder des Studios seid, dann habt ihr sicherlich euren Spaß. Ansonsten greift lieber zu Ghost of Tsushima oder eben Sekiro, wenn ihr eine Herausforderung sucht. Und wer weiß, vielleicht wird ihr Assassin's Creed Codename Red dann der nächste würdige Fernosturlaub. Ich muss sagen, ich habe den Dennis hier und da mal, als er es hier gezockt hat, über die Schulter geschaut und irgendwie muss ich sagen, ja, Ghost of Tsushima macht für mich da schon einen besseren Eindruck. Also das hat der Dennis für euch auch im Beitrag so gesagt und ich gehe da 100% mit. Ich finde es so ein bisschen schade, weil ne, das kommt raus, alle sagen, okay, das ist jetzt PlayStation exklusiv für die PlayStation 5.
Und dann ja, erwartet man eigentlich irgendwie mehr und dann am Ende ist es eigentlich bloß ein bisschen so, eigentlich sogar schlechter als Rise of the Ronin, noch nicht mal ein PS4-Titel, wenn man es ganz überspitzt sagen will. Ich habe, hatte Dennis ja auch gesagt, PS3-Titel, aber so fies will ich jetzt hier nicht sein. Kommen wir damit zum Filetstück der Woche. Entschuldigung. Letzte Woche hatten wir ja schon diesen riesen geilen Beitrag im Horrorhaus mit dem Flönz und dem Felix. Die haben da zu Alone in the Dark ein riesen, echt cooles Event gehabt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, holt das auf jeden Fall nach. Und da hat der Felix sich gedacht, er muss da ein bisschen was zu machen. Der hat sich einfach mal die ganze History angeschaut und sich gedacht, er bringt euch jetzt das ultimative Ranking. Was sind die besten oder halt nicht das beste Spiel? Nach Felix seiner Meinung, deswegen hier das Filetstück der Woche, ein kleines Ranking zu Alone in the Dark. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an Survival Horror denkt? Ich bin mir ziemlich sicher, die meisten von euch denken sofort an Resident Evil. Viele der Features, die wir heute mit dem klassischen Resident Evil assoziieren, vorgerenderte Hintergründe, feste Kameraeinstellungen, Zombies, wenig Munition, Rätsel, ein altes Herrenhaus und die berühmte Panzersteuerung, kamen bereits 1992 bei Alone in the Dark zum Einsatz. 4 Jahre vor dem Erscheinen von Resident Evil. Alone in the Dark war zwar nicht das erste Survival-Horror-Spiel, aber eine der Inspirationen für Resident Evil und die Blaupause, die jahrelang für dieses Genre diente. So ist es natürlich auch kein Wunder, dass Alone in the Dark damals ein ziemlicher Hit war, mehrere Nachfolger erschienen und die Serie über die Jahre versuchte, sich neu zu erfinden, um moderner zu werden. Tja, das ging leider nicht immer gut. Alone in the Dark mag zwar einen tollen Grundstein gelegt haben, driftete aber irgendwann in die Mittelmäßigkeit ab. Nun soll ein neuer Teil diesen Albtraum wieder auf die richtige Bahn bringen. Deswegen blicke ich in die Vergangenheit zurück und bringe die unterschiedlichen Teile, inklusive des neuesten Ablegers, in die ultimative Qualitätsreihenfolge. Musik. 2015 erschien Alone in the Dark Illumination, ein Titel, der wirklich alles komplett falsch machte. Statt atmosphärischem Grusel gab es Koop-Third-Person-Action ohne große Story oder Spannung. Das Einzige, was bei diesem Spiel zum Gruseln war, war die Technik. Rückblickend kann man sich nur fragen, wie irgendjemand jemals denken konnte, dass ein Koop-Action-Spiel, das eher in die Richtung von Left 4 Dead ging, bloß halt in richtig, richtig mies, eine gute Idee für diese Marke wäre. Das Spiel ist eine absolute Schande und war auch das letzte Spiel der Serie, das über Atari gepublished wurde. 2008 hätte eigentlich das Reboot-Jahr für Alone in the Dark werden können. Mit Resident Evil 4 wurde 3 Jahre zuvor eines der besten Spiele aller Zeiten abgeliefert und gezeigt, wie man das Survival-Horror-Genre moderner gestalten kann. So wie einst Alone in the Dark die Blaupause für das erste Resident Evil war, hätte Resi 4 die Blaupause für diesen Reboot sein können. Quasi ein Full-Circle-Moment. Stattdessen gab es ein überambitioniertes Spiel von einem überforderten Entwickler, bei dem ihr in First Person und Third Person spielen musstet. So konntet ihr eure Waffe nur aus der Ego-Perspektive abfeuern. Gerade die kontextbezogenen Eingaben sorgten für ziemlich viel Frust. Feuer war zudem ein integrales Spielelement. Kein Wunder, schließlich solltet ihr Belzebub persönlich besiegen. Feinde musstet ihr mit allem, was euch zur Verfügung stand und was ihr basteln konntet, verbrennen, um sie ein für alle Mal auszuschalten. Lineare Abschnitte, Kletterpassagen, Crafting, Fahreinlagen und auch ein Open-World-Bereich. Alone in the Dark war ein Mischmasch an Ideen, von denen manche konzeptionell interessant waren, aber wenige davon gut umgesetzt wurden. Die cheesige Story und teils miserablen Dialoge waren auch nicht gerade ein Qualitätsmerkmal. I'm the Lightbringer! I'm the fucking universe! Ein paar Monate nach dem Release erschien auch noch eine PlayStation 3-Version, die ein paar der Mankos der Urversion behob. Bereits 1 Jahr nach dem Erstling erschien Teil 2 und irgendwie hatte man das Gefühl, die Entwickler verstanden selbst nicht, warum Teil 1 so erfolgreich war. Aber vielleicht lag es auch daran, dass Alone in the Dark-Schöpfer Frederick Reynal nicht mehr mit an Bord war.
Schon am Anfang, als Edward Carnby das Tor des Hell's Kitchen-Anwesens aufsprengt, wird klar, dass dieses Spiel in eine andere Richtung gehen wird. Diesmal nehmen wir es nicht mit ekelhaften Zombies auf, sondern mit von Geistern besessenen Gangstern, die mit Tommy Gunn und Co. Jagd auf uns machen. Statt Spannung und Gruselatmo gab es jede Menge Action. Dabei war gerade die Action eher einer der Schwachpunkte des Erstlings. Den Fokus von Anfang an hierauf zu legen, war ziemlich frustrierend. Hinzu kamen Rätsel, die teils etwas zu abstrus waren, und die Passagen, in denen man das kleine, gekidnappte Mädchen Grace steuerte, waren jetzt auch nicht so der Hit. Ach ja, erwähnt sei noch, dass kurz vor dem Release von Teil 2 Jack in the Dark herauskam, ein kleines Minispiel der Alone in the Dark-Macher, das so ein wenig als Promo für Alone in the Dark 2 gedacht war. Teil 3 erschien 1995 und kehrte wieder mehr zu seinen Wurzeln zurück. Das übergreifende Thema des dritten Teils ist der Wilde Westen. Eine ganze Filmcrew ist nämlich beim Dreh in einer alten Wildwest-Geisterstadt verschwunden. Darunter auch unsere alte Freundin Emily Hartwood, die zweite spielbare Figur aus Teil 1. Allerdings kontrollieren wir hier nur Edward Carnby, dafür dürfen wir ihn auch mal in seiner Puma-Form steuern. Ja, ihr habt schon richtig gehört. Auch wenn Teil 3 eine Besserung gegenüber zu Teil 2 darstellte, war es dennoch eine Enttäuschung im Vergleich zum Original, was auch an den nervigen Jump-and-Run-Einlagen lag, die einen später im Spiel bis zur Weißglut treiben konnten. Carnby, this is Fisk. I hope you had a safe trip. 2008 gab es nicht den ersten Versuch, die Serie zu rebooten. Bereits im Jahr 2001 wurde Alone in the Dark, mit einer Story, die in der Gegenwart angesiedelt ist, neu ausgerichtet. Edward Carnby und Aline Sedrak sollen ein altes Familienanwesen, wie sollte es auch anders sein, auf Shadow Island untersuchen und dort das düstere Geheimnis der Morton-Familie aufdecken, die mit einem dunklen Paralleluniversum herumexperimentierten. Holy shit! The New Nightmare fühlte sich jetzt nicht wirklich neu oder frisch an, vielmehr lieferte man Survival-Horror-Standardkost ab, die über die Jahre durch Resident Evil so populär wurde. Da Alone in the Dark aber quasi die Blaupause für all diese Spiele war, kann man der Serie auch nicht wirklich vorwerfen, dass sie in ihre eigenen Fußstapfen trat. Immerhin gab es hier auch wieder zwei spielbare Charaktere und somit in dem Sinne auch zwei Kampagnen. Die Rätsel sind ebenfalls recht gut, auch wenn die zweite Hälfte von The New Nightmare etwas zu actionlastig ist. Ach ja, die Story des wirklich grauenhaft schlechten Alone in the Dark Filmes von Uwe Boll mit Christian Slater und Tara Reid basiert ganz lose auf der Geschichte dieses Spiels. Welcome to DeSetto, Detective. Alone in the Dark ist zurück und liefert mit Jodie Comer und David Harbour gleich zwei bekannte Schauspieler, die in die Rolle von Edward Carnby und Emily Hartwood schlüpfen. Ja, das Ganze ist ein Reboot mit den Originalfiguren. Abermals untersuchen wir die DeSetto Villa und wollen herausfinden, was mit Emilys Onkel passiert ist. Allerdings verschlägt es uns auch noch an weitere heimgesuchte Orte. Das Spiel nimmt Ideen und Figuren der ersten Trilogie und spinnt hier seine eigene Geschichte daraus, die zwar nicht von Horror durchzogen, aber dafür sorgt, dass man die ganze Zeit wahnsinnig angespannt ist. Die Action gegen Monster ist eher mittelmäßig und hölzern, aber nimmt dafür auch nur einen kleinen Teil des Spiels ein. Dafür gibt's viele Rätsel, auch wenn sich einige davon recht ähnlich sind. Statt festen Kameraeinstellungen gibt's hier eine Third-Person-Perspektive. Meiner Meinung nach eine gute Wahl, um die Serie moderner zu gestalten. Das Ergebnis ist ein Spiel, das laut meinem Kollegen Matthias eine große Portion Herz und Seele hat und definitiv einer der besten, wenn nicht der beste Ableger der Reihe ist. Bei Platz 1 stellt sich natürlich ganz klar die Frage, werte ich das Spiel nach heutigen Maßstäben oder schaue ich mir seinen Verdienst innerhalb der Branche an? Im historischen Kontext der Videospielgeschichte lieferte Alone in the Dark 4 Jahre vor Resident Evil nun mal die spielmechanische Blaupause ab, die Survival-Horror über Jahre definieren würde. Und das muss ich dem Spiel wirklich zugutehalten. Auch wenn ich klar sagen muss, dass heutige Spielgeschmäcker wahrscheinlich wenig Spaß mit der behäbigen Steuerung und den teils unfairen Kämpfen haben würden. Ganz ehrlich, ich würde es heute so auch nicht mehr spielen wollen.
Damals die alte der Seto-Villa zu untersuchen, Rätsel zu lösen und den dunklen Geheimnissen des okkulten Piraten Ezekiel Prext auf die Schliche zu kommen, war aber ein Nervenkitzel sondergleichen, den man technisch so schön und eben so spannend noch nie irgendwo anders erlebt hatte. Doch wie seht ihr das alles? Wie würdet ihr die Alone in the Dark-Spiele einordnen? Und würde für euch der historische Kontext eine Rolle spielen? Postet das doch gerne im Kommentarbereich. Alone in the Dark, ich muss euch was beichten. Ich habe noch nie einen Teil davon gespielt. Ist auch einfach nicht mein Genre, aber pst. Was vielmehr mein Ding ist, das waren gerade in den letzten Jahren für euch Indie-Games, Early Access, gerade Rundenstrategie und Aufbaustrategie. Und da habe ich mir gedacht, da schaue ich mir nochmal was für euch an. Und zwar ein Early Access-Titel. Für manche von euch ist das garantiert nichts Neues, weil die Reihe gibt schon etwas länger. Und zwar geht es um Tribes. Da gibt es einen neuen Ableger, und zwar Tribes 3 Rivals. Und ich habe mir gedacht, das schaue ich mir für euch mal an. Die Welt befindet sich im stetigen Wandel. Nichts ist so, wie es gestern einmal war. Und auch in der Videospiellandschaft verändert sich einiges. Die Hardware wird ständig besser und immer ausgefeiltere Spiele kommen auf den Markt. Und was macht man, wenn man keine Idee für ein neues Spiel hat? Ganz genau, man holt die etwas angestaubten Dinger aus dem Keller und legt sie neu auf. Remake, Remaster oder ein komplett neuer Teil, ganz egal. Das hat man sich wohl offenbar auch bei Tribes gedacht. Der letzte Ableger Tribes Ascent erschien 2012. So richtig populär war das Franchise aber zu Beginn ab 1998. Jetzt, über 20 Jahre nach dem Erfolg des ersten Teils, kommt mit Tribes 3 Rivals ein neuer Ableger, der in die Fußstapfen treten möchte. Zudem hat sich auf dem Shootermarkt aber so einiges getan und die Platzhirschen heißen nicht mehr Half-Life, Quake oder Unreal Tournament, sondern Fortnite, Warzone und Apex. Deswegen frage ich mich, funktioniert der Shooter auch noch über 20 Jahre später oder lebt es nur von seinem Nostalgiefaktor? Fragen über Fragen, auf die ich ein paar Antworten für euch habe. Da es sich hierbei aber noch um einen Early Access Titel handelt, kann sich mit der Zeit aber wie immer noch einiges ändern. Mit dem gesagt, starten wir rein. Für alle, die nicht wissen, was Tribes für ein Spiel ist, und das werden wohl einige sein, selbst ich wusste das vorher nicht, hier einmal das Gameplay erklärt und was ihr erwarten könnt. Tribes wird gerne als der schnellste Shooter der Welt betitelt, denn hier dreht sich alles ums Tempo. Dafür kombiniert der Titel zwei Sachen, Skifahren und Jetpacks. Das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen weird, aber wenn ihr das Gameplay seht, wisst ihr, was ich meine. Denn anstatt zu sprinten, fahrt und gleitet ihr quasi wie auf Skiern über die Map. Fahrt ihr bergab, werdet ihr deutlich schneller, bergauf nicht. Aber dafür habt ihr ja dann euer Jetpack. So, und jeder, der in Physik aufgepasst hat, der weiß zwei Sachen. Je höher ihr seid, bzw. irgendein Körper, desto mehr Lageenergie bzw. potenzielle Energie besitzt dieser. Nicht umsonst befinden sich auch die ganzen Spawnpunkte immer auf erhöhten Positionen. Und erstens Newton's Gesetz, Trägheitsgesetz, ein in Bewegung befindlicher Körper bewegt sich konstant weiter, wenn keine äußeren Kräfte auf ihn einwirken. Heißt, es geht ganz viel um Momentum, das aufzubauen und beizubehalten. Und ich muss, glaube ich, auch was gar nicht erwähnen, bremsen ist dementsprechend hier halt auch einfach mal nicht so einfach. So fliegt und fahrt ihr fröhlich durch die Map, die sich für euch in einen riesen Skatepark verwandelt und versucht irgendwie noch nebenher so ein paar Gegner wegzuschießen. Also natürlich könnt ihr auch normal laufen oder gehen, aber das war in einem Shooter halt noch nie so eine gute Idee. Gerade wenn der Rest mit flockigen 200 km/h um euch rumflitzt und euch auch noch lustig im Vorbeifliegen von oben abschießt. Zudem sind die Maps wie früher recht leer. Deckung werdet ihr also vergeblich suchen, sonst würdet ihr ja auch alle 2 Sekunden à la Sonic im nächsten Baum kleben und müsstet mühsam wieder Geschwindigkeit aufnehmen. Auch bei den Klassen und Bewaffnungen ist noch viel beim Alten. Es gibt 3 verschiedene Klassen, leicht, mittel und schwer, die ihr jeweils offensiv wie defensiv spielen könnt. Dazu habt ihr ein beschränktes Arsenal mit einer Handvoll an Waffen. Das war's. Für mich als Einsteiger hat sich die mittlere Klasse am besten angefühlt, ziemlich balanced, was Tempo, Gewicht und Lebenspunkte angeht und irgendwie für alles geeignet, ohne komplett aufgeschmissen zu sein. Bei den Waffen war das hingegen ein bisschen schwieriger. Natürlich ist so ein Scharfschützengewehr, was kleinere Gegner One-Shot umpustet, ganz nett, aber wenn die halt mit 300 km/h herumflitzen und ihr die einfach nicht trefft, bringt das halt nichts. Gerade zu Beginn war das für mich schon wirklich schwer. Deswegen Granatwerfer und Co. eingepackt, was schön Flächenschaden macht, da hat man auch den einen oder anderen noch getroffen, obwohl man so ein bisschen daneben kartoffelt hat. Und ja, ich kann die Kommentare, ja dann lern doch einfach zielen, schon hören. Ja.
Der größte Unterschied zum Original kommt wohl jetzt, nämlich in den Spielmodi. Zur Auswahl habt ihr im Early Access bis jetzt, abgesehen von den Trainings, zwei Spielmodi. Und um ehrlich zu sein, ist das eigentlich auch nur einer, nämlich Capture the Flag, nur halt mit zwei verschiedenen Teamgrößen. 16 vs. 16 oder 7 vs. 7 Ranked. Das war's erst. Und da werden sich alle Tribes-Fans von früher jetzt wohl die Haare raufen, denn so war die Reihe auch immer bekannt für große Schlachten. 64 gegen 64 und so. Mit Fahrzeugen und Co. Und die gibt es bis jetzt halt leider nicht. Da stellt sich mir allerdings die Frage, braucht's das denn überhaupt? Ein prominentes Beispiel, dass große Schlachten nicht über schlechtes Gameplay hinwegtäuschen können, war nicht erst zuletzt Battlefield 2042. Zum ersten Mal konnte man in der Reihe mit 128 Spielern auf einem Server zocken, bis man gemerkt hat, dass die Kämpfer früher irgendwie mit den kleineren Teamgrößen besser waren. Gut, Battlefield 2042 hatte noch ganz andere Probleme, aber ihr wisst, was ich meine. Hingegen haben Battle Royale Titel, wo sich regelmäßig 100 Kämpfer pro Runde treffen, damit ja offensichtlich kein Problem. Also müsste die Frage doch eher lauten, ist das Gameplay von Tribes heutzutage noch aktuell? Macht das Ganze genug Spaß ohne diese großen Schlachten? Und ich glaube, genau hier ist der Hund begraben. Vor 20 Jahren war die Shooterwelt noch eine andere. Mit Unreal Tournament, Quake, Serious Sam und wie sie noch alle heißen, waren Fast-Pace-Shooter mit offenen Karten und recht wenig Deckung der Renner. Heutzutage würde man die Maps wahrscheinlich einfach als leer betiteln und das Gameplay als viel zu hektisch. Inzwischen sind immer öfter die Shooter angesagt, bei denen es mehr um den reinen Skill geht und um das direkte Messen mit meinem Gegner. Hier ist eine gewisse taktische Tiefe und Nachvollziehbarkeit von Vorteil und das ist halt einfach einfacher beim normalen Rumlaufen als bei 200 km/h durch die Luft fliegen. Ganz beliebt sind hier die Battle Royals, als einzelner Spieler den anderen 99 zeigen, wo der Hammer hängt, sehr geil. Jetzt ist es aber natürlich auch nicht so, dass es nur noch langsame taktische Shooter gibt à la Hunt Showdown. Ein paar schnellere gibt es im Vergleich schon auch noch. Zwei Beispiele, Apex Legends und Halo Infinite. Aber auch die zwei stinken im Vergleich halt einfach so ein bisschen ab gegen die erdrückende Popularität von Fortnite und Warzone. Zudem scheitern in letzter Zeit auch immer mehr Shooter, weil der Markt, glaube ich, einfach viel zu übersättigt ist. Oder das Gameplay nicht bahnbrechend genug ist, um eine Fanbase aufzubauen. Hyenas, Hyperscape, Cycle Frontier, alles eingestellte Shooter, die es nicht geschafft haben. Und da dazwischen kommt jetzt ein Tribes mit einem neuen Ableger und versucht sich zu behaupten. Ich wünsche dem Spiel alles Gute, denke aber, dass es leider nicht die Art von Shooter ist, die aktuell gefragt ist. Heißt, am Ende bleibt der Nostalgiefaktor zurück. Und hier hat das Spiel einfach im Vergleich zu dem Originalen bis jetzt leider wenig zu bieten. Zwar stehen einige Dinge auf der Roadmap, wie neue Maps, Waffen und Bugfixing, und auch auf dem Discord-Server wurde mal von einem 64-Mann-Server gesprochen. Ob das jedoch reicht, wird sich mit der Zeit zeigen. Gerade für die treuen Fans würde ich es mir wünschen. Ja, Tribes 3 Rivals, ich muss sagen, ich hatte zwar Spaß, gerade mit diesem Momentumaufbau, mit dem Geschwindigkeit, das ist schon echt lustig, aber ich muss sagen, erstens, ich bin nicht mehr der große Shooter-Freund, vielleicht noch so Hunt Showdown, da ist noch ein bisschen Taktik dabei und ist nicht so ganz so schnell, mag ich. Und auf der anderen Seite, ja, diese Geschwindigkeit macht zwar Spaß, so rumzuflitzen, so Halfpipe-mäßig, aber sonst halt ist es alles sehr hektisch, es gibt noch nicht so viele Spielmodi, aber hey, es ist ja noch ein Early Access Titel. Vielleicht kommt da ja noch einiges. Und ich denke, viele von euch haben da Bock drauf, weil da vielleicht auch dieser Nostalgiefaktor reinknallt. Vielleicht ist auch euer liebstes Spiel von eurer Kindheit. Dann wünsche ich euch da ganz viel Spaß. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass das Spiel cool wird. Aber ich glaube, ich persönlich bin damit wahrscheinlich eher fertig. Sorry. Womit ich nicht fertig bin, ist Dragon's Dogma 2. Liegt daran, weil ich damit noch gar nicht angefangen habe. Aber wir haben zwei davon in der Redaktion. Die haben sich das schon sehr eingängig angeschaut. Und zwar der Basti und der Felix. Und die haben sich gedacht, die quatschen da mal ein bisschen drüber. Vor allen Dingen, die hatten auch, ich nenne es mal, recht unterschiedliche Spielerfahrungen. Wenn ihr nur nicht wisst, worum es geht in Dragon Dogma 2, einmal kurz angerissen. Ihr spielt quasi den Erweckten. Ne? Euer Dorf wird von einem Drachen angegriffen, euch wird das Herz rausgerissen. Heißt, eigentlich werdet ihr tot, aber seid ihr nicht. Ihr ja, seid der Erweckte, kommt irgendwie von den Toten zurück. Und damit kommt dieser Zyklus in einen neuen Wandel, denn es ist immer... Ein Erweckter killt den Drachen und wenn der Drache weg ist, kommt dann wieder ein Drache und dann kommt der Erweckte. Und es gibt immer von beiden genau eins. Und ihr spielt genau den Erweckten und müsst halt diesen Drachen quasi umbringen.
Und wie gesagt, die hatten zwei sehr unterschiedliche Spielerfahrungen, die zwei. Und was deren Eindruck ist, was sie cool fanden, was sie nicht so cool fanden, da haben wir einen kleinen Talk vorbereitet. Schaut euch den doch einfach mal an. So. Look out, Commission! We're under attack! Not here, you beast! Come and face me! Hallo und herzlich willkommen, verehrte Zuschauer, zu einem kleinen Talk mit meinem lieben Kollegen, dem Basti, denn wir haben uns in den letzten Tagen beide, aber getrennt voneinander, mit Dragon's Dogma 2 beschäftigt. Ja. Ein Spiel, das jetzt rausgekommen ist und das witzigerweise ja gar nicht so prominent die 2 im Titel hat, ne? Ja, das stimmt, das fällt tatsächlich auf. Also direkt im Startbildschirm gibt's einfach keine 2. Also genau. Da steht einfach nur Dragon's Dogma. Liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass Dragon's Dogma 1 durchaus vielen Leuten, also so einer Hardcore-Zockergruppe sicherlich, aber vielen anderen Leuten, die eben nicht so in der Gaming-Sache drinstecken, einfach unbekannt sein dürfte. Ne? Tatsächlich Dragon's Dogma 1, der erste ist ja schon ein paar Jährchen her mittlerweile. 2012 kam das raus. Genau, ja. Ist eher so ein Liebhabertitel so im Nachhinein auch geworden. Weil ich habe das tatsächlich damals nicht wirklich gespielt, ging so ein bisschen an mir vorbei, aber wir beide sind jetzt bei Dragon's Dogma 2 eingestiegen. Ja. Vielleicht, du bist ja unser großer Tester von dem Ding. Erklär mal so schnell zusammengefasst, was ist das für eine Art von Spiel? Also in erster Linie ist es natürlich ein Rollenspiel erstmal. Wir spielen natürlich jemanden erstmal am Anfang mit Gedächtnisverlust und so weiter und bla. Und sind dann die ganze Zeit mit einer Gruppe an Leuten unterwegs erstmal. Ja, wie soll ich mit diesen Vasallen? Genau, also wir erschaffen uns selbst einen persönlichen Vasallen, der genau. immer bei uns dabei ist. Aber man nimmt dann noch 2 weitere, kann man in seine Gruppe nehmen. Das sind dann Vasallen von anderen Spielern, die geschaffen haben. Also quasi deren KI-Koop-Partner, den wir dann mitnehmen, der allerdings nicht mit uns mitlevelt. Genau, richtig. Unser eigener Vasall wiederum, den wir erschaffen, der levelt mit. Genau. Ich weiß, das hört sich alles super kompliziert an. Wir machen einen Charakter und machen noch einen Vasall. Die leveln wir beide hoch. Aber diese Vasallen von den anderen Leuten, die nehmen wir nicht mit. Ich finde, es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Drivatar. Man hat so den von Forza, man hat den Drivatar von jemandem anderen, den Vasall von jemandem anderen, den man da am Start hat. Und das Interessante ist, es ist trotzdem ein reines Singleplayer-Erlebnis, obwohl man immer in dieser Gruppe unterwegs ist und den Gehilfen einer anderen fremden Person mit am Start hat. Ne? Genau, richtig. Ja, also sagst du schon, man hat Kontrolle über natürlich seinen eigenen Charakter, auch was die Laufbahn, also die Klasse praktisch anbelangt. Man kann auch die Laufbahn seines Hauptvasallen ändern. Mhm. Aber eben bei den Vasallen, die man sich von anderen Spielern geliehen hat, da geht's nicht. Da muss man mit dem leben, mit dem klarkommen, was kommt. Am Anfang gibt es so die 4 Klassen. Es gibt den normalen Schwertkämpfer, dann gibt es den Schurken, dann gibt es den Magier und den Bogenschützen. Bis jetzt gespielt? Ich hab mit dem Dieb angefangen, also mit dem Schurken, ja. Den Dieb. Ich habe bis jetzt den Bogenschützen gespielt. Am Anfang, muss ich sagen, fand ich relativ lahm, hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Mhm. Ich stehe normalerweise auf Distanzangriffe, ich mag die Gegner nicht so nah an mich rankommen lassen. Da habe dann so gemerkt, also gerade im Kampf, es ist sehr, sehr abgefahren bei diesem Spiel, daran muss man sich auch gewöhnen, dass man wirklich teilweise auch sehr passiv ist. Ja. Und dass die Vasallen sehr viel vom Kampf für einen übernehmen und da sehr, sehr unterstützend sind. Aber wenn man das mal verinnerlicht hat, finde ich, ist es eigentlich ein recht cooles System. Habe dann aber dann nach einer gewissen Zeit umgeswitcht und als ich dann in die erste große Stadt gekommen bin, da kann man dann zu so einer Gilde gehen und da kannst du dann deine Laufbahn ändern und bin zum normalen Kämpfer geworden mit Schwert und Schild, was mir dann tatsächlich auch mehr zugesagt hat, muss ich sagen. Ja, ja, ich finde es spannend, dass es diese Passivität im Kampf unabhängig davon ist, welche Klasse du hast oder welche Laufbahn, das heißt Laufbahn, da denkst du mal 2. Weil es immer was gibt, was du nicht machen darfst, wo du nur zugucken darfst. Mhm. Also entweder du bist Nahkämpfer und sobald dann irgendein fliegender Gegner kommt, kann es sein, dass du einfach halt mal dumm stehst und wartest, bis der vielleicht zufälligerweise doch in Reichweite kommt oder was. Ja. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht fällt auch irgendwann ein Tod vom Himmel und du hast einfach nichts gemacht in der Zwischenzeit. Ja. Ja. Und als Fernkampf ist es so, es gibt ja die zentrale Mechanik, dass man auf große Gegner vor allem, dass man draufklettern kann und dann auf dem Rücken oder was irgendwelche Schwachpunkte dann benutzen kann, um so mehr Schaden zu machen. Ja, als Fernkämpfer keine Chance, weil da müsste man ja irgendwie ran. Und ich habe auch das Gefühl gehabt bei den Fernkämpfern, dass die auch einfach den Schaden nicht bringen dann, selbst wenn sie auf dem Rücken sind. Was ich auch interessant finde bei dem ganzen Thema mit den Vasallen, man kann denen auch Befehle erteilen, also sehr rudimentäre Befehle.
Was ich aber auch relativ gut finde, dass es nicht so spezifisch ist. Also man kann sie entweder zu sich rufen, man kann um Hilfe rufen, was ich sehr hilfreich finde, wenn man einen Magier an Bord hat, der einen dann heilt. Aber das machen die in der Regel eh relativ gut von alleine. Man kann sagen los, wo sie dann einfach eher ein bisschen aggressiver sind und ihre Ziele verfolgen, die sie haben. Was auch sehr gut ist, was vor allen Dingen dann sehr, sehr wichtig ist, weil man kriegt ja in diesem Spiel Missionen, Aufträge. Und das Spiel nimmt einen nicht so direkt an die Hand, sondern ist relativ frei in der Beschreibung, wo man dann hin muss. Und das kann durchaus sein, dass man dann eben das Ziel erstmal nicht findet, außer man hat eventuell einen Vasallen dabei von jemandem, der diese Quest schon gemacht hat. Und der weiß dann, wo man hin muss. Und der sagt dann so, hey, folge mir. Ich weiß, wo wir lang müssen. Ich weiß, wo das Ziel ist. Was ich dann super cool finde irgendwie. Ja. Aber lass uns mal auf was eingehen, was bei uns jetzt in der Redaktion so ein bisschen amüsant war, denn wir hatten wirklich, wir beide, zwei sehr unterschiedliche Erlebnisse von Dragon's Dogma 2 und wie das Spiel auf uns gewirkt hat. Jetzt erklär vielleicht einfach mal, wie viel du gespielt hast und wie du jetzt nach dieser Spielzeit zu diesem Spiel stehst. Okay, also ich bin bei mittlerweile irgendwas über 30 Stunden ungefähr. Also es ist, viel mehr Zeit war es praktisch nicht bisher. Ich bin nicht nur zwiegespalten, ich bin praktisch zerrissen, was ich über dieses Spiel denken soll. Denn es gibt ganz viele Sachen, die ich super toll finde. Ich liebe dieses Vasallensystem zum Beispiel, es gibt ganz tolle Sachen bei den Kämpfen. Und dann gibt es so ganz viele kleine Sachen, die mich stören und die sich aber dann zusammen aufsummieren einfach. Mhm. Zum Beispiel das, was du schon gesagt hast mit den Vasallen, dass die einem zu den nächsten Quests hinführen. Kann sein, muss nicht sein, wenn man den entsprechenden Vasallen hat, der das schon gemacht hat. Genau, wenn er das schon gemacht hat, ja. Aber selbst wenn er das schon gemacht hat, kann es sein, dass das nicht hilfreich ist. Weil nicht jede Quest bedeutet, bitte geh an Punkt X. Sondern es gibt ja auch Quests, die mehr erfordern. Und da kriegt man auch keine Hinweise. Und dann können die zwar vielleicht einen dahin führen, wo die Quest dann, wo man dann den Gegenstand, den man braucht, abgeben muss. Aber sie sagen einem nicht, wo man den Gegenstand herbekommt. Also es kann auch sein, dass man nicht so viele... Ja, nicht so viele Hinweise in der Questbeschreibung bekommt, das kann auch nach hinten losgehen einfach. Aber das ist ja etwas, was ja From Software auch komplett verinnerlicht hat, dass man Quests auch nicht triggert oder gar nicht weiß, was zu tun ist eigentlich. Und da wird es ja irgendwie auch gefeiert, ne? Ja, aber ich finde, also bei From Software ist so, da gibt es ja noch irgendwas zu erkunden noch. Oder du hast sowieso das Kampfsystem, was so belohnt ist mit dem ganzen Ausweichen, die Gegner lernen, die Endbosse, also die Bosse zum Beispiel auf jeden Fall auch lernen und sowas. Und all das hat Dragon's Dogma 2 halt nicht. Findest du nicht? Ja, finde ich, absolut. Ja, ich muss sagen, ich liebe diese Kämpfe, gerade auch gegen die größeren Gegner. Mhm. Natürlich am Anfang kämpft man erstmal hauptsächlich gegen große Trolle, wenn man so einen großen Gegner hat oder so eine Art Werwolf-ähnliches Ding. Aber ich finde es schon ziemlich fantastisch umgesetzt, wie diese Gegner dann nach und nach immer mehr Wunden haben an den Stellen, wo man zugeschlagen hat. Und ich hatte einmal einen Moment, der mich total geflasht hat, den fand ich einfach nur super. Und zwar hatte ich so einen großen Troll und habe den bekämpft mit meiner ganzen Gruppe. Und dann ist er in so eine kleine Schlucht gefallen und war da unten. Und irgendeiner meiner Vasallen hatte ihm die dicke Keule aus der Hand geschlagen, was schon mal cool war. Mhm. Jemand anderes hatte ihm dann sein Auge kaputt geschossen. Und dann bin ich auf den draufgesprungen, habe mich an seiner Brust festgehalten und habe ihn dann da reingehauen. Und das fand ich einfach nur bombastisch. Da hatte ich echt teilweise so ein bisschen so ein Gefühl wie bei Shadow of the Colossus. Ja. Das fand ich schon sehr, sehr geil, dieses aneinander festhalten. Und da muss ich schon sagen, dieses Kampfsystem, es hat was für mich. Und wenn du dann siehst auch zum Beispiel, dass da irgendwie so ein Greif mal rumfliegt und da siehst du noch so, okay, der hat 4 Gesundheitsbalken, den kann ich jetzt noch nicht wirklich angreifen, dafür bin ich noch zu schwach, aber den werde ich später angreifen. Mhm. Die Möglichkeiten, die sich da bei mir im Kopf abspielen, sind schon sehr, sehr vielfältig und sehr motivierend, sagen wir es so. Ja, die Sache ist, ich bin ein bisschen weiter als du, die Sache ist, dass es nicht so viel Varianz gibt bei diesen großen Gegnern. Und wenn du halt irgendwann mal den 12. Oger besiegt hast, dann ist das auch nicht mehr so spannend, dass ihm irgendwann die Keule aus der Hand fällt. Aber vielleicht, ich meine, das ist ja die Frage, wie weit du bist, weil man hat ja schon in Videos gesehen, da wird es noch Fabelwesen, einen Löwen geben, der hinten auf dem Rücken eine Ziege hat. Hatte ich schon. Habe ich gesehen. Wie sind die dann im Kampf so? Also ich bin schon relativ weit und diesen Löwen der Ziegenlauf habe ich genau ein einziges Mal gesehen. Aha. Und auch nur zufälligerweise drüber gestolpert in irgendeiner wirklich random Höhle auf dem Weg.
manche von denen spielen sich ganz gut, wie zum Beispiel, also diese einfachen Sachen, wie zum Beispiel diese Oger und so weiter, die spielen sich gut. Du bist im Wald irgendwie unterwegs, kannst rumlaufen und alles. Und so ein Greif zum Beispiel, der sieht richtig gut aus, während der fliegt. Aber wenn du dann gegen den kämpfst, in einer Schlucht, und das ist da, wo der Greif dich halt angreift, du hast da keine Wahl, das ist so, du irgendwie auf dem Rücken bist, und dann fliegt er halt erstmal gegen die Wand und hängt da fest in der Wand, weil da ja halt eine Wand ist, das ist eine Schlucht, ja, und dann fliegt er da so lange dagegen, bis er halt irgendwie ein paar Sekunden überlegt, so, ja, dann fliege ich vielleicht doch nicht weg. Mhm. Und, das sind so Sachen, da reißt mich dann wieder raus. Du hattest auch noch ein paar andere Probleme mit dem Spiel. Geh doch mal drauf ein, was dich noch mehr gestört hat, gerade was auch Quests angeht. Ja, es gibt, also ich habe es schon gesagt, mit denen, dass man nicht so genau weiß, wo man hin soll immer. Und ja, es gab eine Quest, die mich einfach gebrochen hat, muss ich sagen, an der ich stundenlang dran saß. Mittlerweile legendäre Maskenball, wo einfach nur die Aufgabe ist, geh auf den Maskenball. Genau, das geh auf gemacht. Den Maskenball und finde eine bestimmte Person. Naja, also nähere dich XY irgendwas. Ja. Also, wollen nicht spoilern, aber... Ja, ist jetzt näher, geh auf den Maskenball und finde eine Person. Ja, habe ich gemacht. Also, beziehungsweise, erstmal bin ich gar nicht auf den Maskenball gekommen. Weil in so einem Nebensatz erfährt man noch, dass man erstmal Klamotten braucht, um dahin zu kommen. Ich fand jetzt ganz ehrlich, das ist der letzte Satz, den der Hauptmann sagt, wenn man die Quest kriegt... du brauchst gute Klamotten. Da war für mich schon klar, okay, ich brauche gute Klamotten. Ich hatte die schon gefunden, weil ich war im Schloss unterwegs davor, in diesem anderen Schloss, das neben dem Maskenball klar, ist. Natürlich. Und habe da etliche Truhen gefunden. In einer Truhe waren halt dann edle Klamotten und mir dazu, ja, die hebe ich jetzt mal auf. Ja, das Glück hatte ich nicht. Ich habe vorher keine gefunden. Und dann ist das erste, was ich gemacht habe, ist logischerweise, okay, du brauchst schicke Klamotten. Ist so, klar, okay, ich kaufe mir jetzt schicke Klamotten, ist ja logisch, ja. Mhm. Bin ich zum Händler hingegangen. Und er hat auch tatsächlich diese vornehme Kleidung. Mhm. Ja, kostet halt jedes einzelne Stück 10-mal so viel, wie ich bisher im Spiel gesammelt habe. Mhm. Ist also keine wirkliche Option praktisch. Und dann stand ich da und dann habe ich irgendwann, weil ich da nicht weiterkomme, mit anderen Quests gemacht und habe dann irgendwann zufälligerweise bei einer komplett anderen Quest, die nichts damit zu tun hatte, habe ich dann als Belohnung vornehme Kleidung bekommen. Ja. Stunden später. Und dann bin ich mit der vornehmen Kleidung dahin und bin auf dem Maskenball und dann ist nichts passiert. Ich stand da, auf dem Maskenball. Und das heißt, läuft er dann einfach in Echtzeit ab. Es gibt doch keine Sequenz, Videosequenz und irgendwas. Stand da. Und dann kommen die rein alle, fangen an so zu tanzen. Es spielt eine Band, das ist ganz nett irgendwie so. Also, es sieht gut aus und so, macht Spaß, irgendwie dem zuzugucken. Und nach 20 Minuten ist der Maskenball halt vorbei und dann gehen die alle wieder nach Hause. Aber da muss man schon dazu sagen, ich hatte das gleiche Erlebnis mit dem Maskenball, beziehungsweise meins war ein bisschen anders in dem Sinne. Ich habe sofort diese Klamotten gefunden in dem Schloss, bin auf den Maskenball gekommen. Und ich weiß noch, als ich in dieses Gebäude reingegangen bin, da hat eine Videosequenz gespielt, die auch kurz den Gang hinter diesem Tanzsaal gezeigt hat. Aber ich habe nicht so richtig aufgepasst und dachte so, scheiße, weil ich war gerade am Telefon, scheiße, habe ich jetzt gerade was Wichtiges verpasst. Und dann bin ich da rumgelaufen und da war eine Person, die war so ein bisschen komisch, aber ja, hat nichts getriggert. Und so, was mache ich denn jetzt? Und dann bist du dazugekommen, gesagt so, ey, ich saß 6 Stunden an der Quest. Ich so, okay, ja, ich schau mal. Und ich gehe ums Eck in diesen Gang dahinter und dann sieht man, wie auf einmal so eine Geheimtür aufgeht. Vor mir, da kommt so ein Soldat raus und ich so, ah, ja, dann gehe ich da mal rein, ne? Mitten während des Maskenballs, denkt sie, wo das ganze Gebäude voll ist, denkt sich der eine Soldat, Mensch, ich gehe jetzt mal durch den super geheimen Geheimgang raus. Aber das war genau der Moment, in dem du um die Ecke kommst. Da muss man auch dazu sagen, wie gesagt, es gab schon diesen Videohinweis davor. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es wurde dieser Gang da im Hintergrund gezeigt. Den haben wir beide verpasst, diesen Videohinweis. Ja. Also mir ging es genauso. Und ich werde bis ans Ende meines Lebens behaupten, dass er zum Zeitpunkt, als ich gespielt habe, noch nicht reingepatcht war. Die gab es noch nicht, als ich gespielt habe. Die kam später mit dem Patch. 100%. Lasst euch nichts anderes erzählen. So. Also der Punkt dieses ganzen Gesprächs ist ja eigentlich, weil du findest das Spiel nicht gut. Naja, Butter bei den Fischen. Es ist ja jetzt nicht, da brauchen wir nicht um heißen Brei reden. Ich kriege deine Flucherei auch mit in der Redaktion und wie sehr sich dieses Spiel aufregt. Und dann sieht man, dass man eben zwei sehr, sehr unterschiedliche Spielerlebnisse haben kann. Weil ich hatte bis jetzt wirklich keine dieser Probleme und hatte ein meines Erachtens fantastisches Erlebnis, wo ich mir dachte so, okay, weil ich habe es ja eben so ein bisschen mitbekommen, wie du geflucht hast. Und bei mir war es jedes Mal so, dass ich irgendwie einen Vasall hatte, der mir gezeigt hat, wo ich hin muss ungefähr.
Und das hat bei mir immer sehr gut funktioniert einfach, dass ich durch die Quests gut durchgekommen bin. Aber man kann eben auch das Pech haben, dass es dann eben so läuft wie beim Basti und dass man dann eben irgendwo hängt und nicht genau weiß, wie man weiterkommt, weil es ist wirklich so, dass Dragon's Dogma 2 einen nicht so sehr an die Hand nimmt. Also man muss wirklich ein bisschen, nicht so wie bei Ubisoft, man muss selber die Sachen herausfinden. Ich frage mich auch, wie sich das alles weiterentwickelt. Bis jetzt finde ich es super, super gut. Du hast eher so einen gemischten Eindruck. Ja. Aber da muss ich sagen, da sind wir uns, glaube ich, einig. Das ist einfach, es kann einem beides passieren. Also wenn jetzt jemand Dragon's Dogma 2 einlegt und neu anfängt, kann es sein, dass es so beläuft wie bei dir. Es kann aber auch trotzdem sein, dass es so läuft wie bei mir. Und da eben nicht der eine Soldat sich gerade denkt, oh Mensch, jetzt gehe ich da zufälligerweise gerade aus dem Geheimgang raus. Oder du nicht zufälligerweise in dem einen anderen Gebäude bist und diese Klamotten findest und dann stehst du halt da. Ich glaube tatsächlich, dass du das Pech hattest, weil du einer der Ersten auf dieser Welt warst, der das Spiel gespielt hat, dass es noch nicht so ein großes Sammelsurium an Vasallen gab. Wenn du dann einen Vasallen nimmst, der diese Quest noch nicht gemacht hat, dann wirst du auch keine Hilfe kriegen. Ja. Ich glaube, die Leute da draußen, wenn die anfangen, dieses Spiel zu spielen, die werden sehr viel mehr schon KI-Helfer haben, die den ungefähr roughly zeigen, wo sie hin müssen. Das ist natürlich etwas, was du da nicht hattest, auf jeden Fall. Was das natürlich dann sehr viel schwieriger macht. Aber ich muss sagen, grundsätzlich bin ich super begeistert. Ich finde, das Spiel sieht auch teils wirklich fantastisch aus. Noch ganz kurz, aber bei dem Maskenball zum Beispiel hätte mir auch kein erfahrener Vasall geholfen. Ja, weil die Vasallen führen dich dann nur bis ans Schlosstor. Weil genau, die Vasallen dürfen vor nicht dieses inneren Schloss. Genau, die dürfen diesen Schloss, das Schloss nicht betreten, sagt die Vasallen. Das ist denen verboten, das heißt, du musst allein sein. Aber den findet man ja relativ simpel. Ja, ja, klar, das Schlosstor ist super einfach zu finden. Ja. Aber deswegen, der Vasall, wenn der die Quest bereits kennt, führt dich ans Schlosstor und sagt, ja, genau, irgendwo da drin. Und ja, irgendwo da drin weiß ich selber, dass er da ist. Aber der gibt dir ansonsten keine Hilfe. Aber der ist ja jetzt nicht so schwer zu finden. In diesem Schloss? Der Maskenball. Nee, der Maskenball ist nicht schwer zu finden, genau. Aber die Geheimtür. Das stimmt, die Geheimtür. Aber wie gesagt, das kann auch daran liegen, wenn man das Filmchen da... Aber wem würdest du dieses Spiel empfehlen? Jemand, der Zeit hat und wirklich bereit ist, sich da länger hinzusetzen, sich darauf einzulassen, auch wirklich am besten die Nebenquests mitnehmen möchte, weil dann kann einem das... Also, natürlich, als Tester ist man immer dran, dass man es möglichst schnell viel spielen muss, damit man was dazu sagen kann. Aber ich glaube, wenn man sich Zeit nehmen kann, sich darauf einlassen kann und die Nebenquests macht, dann hat man ja nicht diese Probleme, dass man eben irgendwann nicht mehr weiß, was man jetzt da tun soll, weil man die eine Hauptquest, die man hat, eben nicht machen kann gerade, sondern kann man sich eben besser aufstellen darauf, kann vielleicht auch mal ein bisschen die Vasallen mehr durchswitchen und so, gucken, was es sonst noch an Vasallen gibt, ob es jemand hat, der noch was weiß und so. Also wirklich, man muss sich darauf einlassen wollen, muss sich Zeit nehmen. Es ist in vielerlei Punkten meines Erachtens sehr oldschool, weil es einen nicht so an die Hand nimmt. Ich persönlich finde es gut, aber bei mir lief auch bis jetzt alles gut. Ich habe aber noch nicht so viel gespielt wie du, muss ich auch dazu sagen. Ich bin jetzt bei Stufe 15, du bist bei Stufe 30 ungefähr, also du hast doppelt so viel gespielt. Da kann noch einiges sein, was mein Spielerlebnis beeinflussen kann, weil ich noch... relativ am Anfang bin. Aber bis jetzt finde ich es toll, du bist eher so gemischter Gefühle. Du hast Sachen, die du gut findest, aber auch viele Sachen, die dir nicht so gefallen. Da würde mich natürlich mal interessieren, falls ihr Dragon's Dogma spielt, wie ihr das Ganze seht da draußen. Wie findet ihr denn das Vasallensystem zum einen? Und wie findet ihr das ganze Quest-System? Wie funktioniert das für euch? Postet das doch gerne mal in den Kommentarbereich. Eure Meinung wird uns da interessieren. Wie steht ihr zu Dragon's Dogma 2? Ist es für euch ein wunderbarer Hit? Findet ihr es richtig doof oder vielleicht doch irgendwo mittendrin? Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen weiter zocken. Also ich weiß nicht bei dir, aber definitiv. Ja, doch, vielleicht ein bisschen. Ciao, macht's gut. Ciao. Yet your wicked schemes will avail you not, watching one. Das war der kleine Talk zu Dragon's Dogma. Ich finde es interessant, es zu verfolgen, weil Basti hat da eine komplett andere Meinung als der Felix. Ich habe mir auch ein paar Wertungen angeschaut, die kommt eigentlich relativ gut weg. Ich muss sagen, mich persönlich hat es jetzt vom ersten Eindruck nicht so gecatcht, aber vielleicht irgendwann mal. Ich habe ja bald ein bisschen viel Zeit, aber eigentlich muss ich ja auch noch Starfield zocken. Ich weiß, das habe ich lange, lange Zeit liegen lassen, obwohl ich es euch an Silvester schon versprochen habe.
Bevor wir jetzt zum Ende der Sendung kommen, möchte ich euch noch einmal an unser Gewinnspiel erinnern. Ihr könnt Princess Peach hier schön in ihrem Kart gewinnen. Was ihr machen müsst, habe ich ja gesagt, über welches Königreich regiert denn die nette Prinzessin. Schickt uns an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Viel Glück dabei. Und damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Und ich habe es schon eingangs gesagt und Felix schon letzte Woche. Das ist meine letzte Folge InsideCoin hier. Nach 3,5 Jahren verlasse ich die Games-Welt und ich möchte euch jetzt ein bisschen erklären, wieso, weshalb, warum. Wie der ein oder andere vielleicht weiß, habe ich Medieningenieurswesen studiert. Das ist jetzt 3,5 Jahre her im Master. Und damals habe ich mir gedacht, wenn du jemals was in Richtung Moderation so machen willst, musst du meistens ein Volontariat machen. Und das habe ich mir gedacht, so, das mache ich direkt nach meinem Studiengang. Deswegen habe ich direkt sowas gesucht, habe dann zum Glück diese coole Stelle hier gefunden, die mir 3,5 Jahre sehr viel Spaß gemacht hat. Aber jetzt nach 3,5 Jahren ist es genau umgekehrt, dass ich nämlich jetzt so diesen inneren Drang habe, vielleicht doch mal wieder was Technisches zu machen. Und deswegen ist es jetzt so, dass ich jetzt diese Entscheidung getroffen habe, mal was Technisches zu machen, weil hätte ich noch wieder so 3-4 Jahre gewartet, hätte mich dann beworben und hätte gesagt, so, ja, hier, ich habe mal einen Ingenieur vor 7, 8 Jahren gemacht. Da hätten die Firmen gesagt, ja, Herr Schwierz, das ist ganz nett, aber da ist jeder Student, der von der Uni kommt, besser aufgestellt. Deswegen habe ich jetzt einfach gesagt, gut, dann muss man die Möglichkeit beim Shop verpacken. Und deswegen wechsle ich jetzt, wohin es mich zieht, weil ihr habt schon so viele Kommentare geschrieben letzte Woche. Vielen Dank dafür. Ich habe alle gelesen, auch den meisten geantwortet. Werde ich auch diese Sendung natürlich machen. Es hat mir immer auch sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu schreiben, zu diskutieren, sei es auf Insta, TikTok oder hier auf YouTube. Und da haben einige schon gefragt, wo es mich hinzieht, ob man mich weiter sieht. Nein, leider nicht. Ich gehe nämlich, wie gesagt, in einen technischen Beruf und zwar zum Bayerischen Rundfunk. Also wenn da vielleicht mal ein Signal nicht ankommt oder da irgendein Fehler ist, dann kann sein, dass ich da im Hintergrund rumwurschtel. Aber ihr werdet mich eigentlich erstmal nicht sehen. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir uns in 3 Jahren irgendwo wieder. Es kann ja sein, dass sich viel ändert. Oder wir sehen uns nie wieder. Oder vielleicht schon in 6 Monaten. Wer weiß. Es kann sich ja einiges ändern. Deswegen vielen, vielen Dank dafür für die wunderschöne Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch mindestens genauso viel oder zumindest ein bisschen. Und ich habe euch da ein paar coole Spiele an die Hand geben können und euch so ein bisschen gut unterhalten. Und zum Ende habe ich noch was Kleines, Nettes vorbereitet für euch, weil ich wollte jetzt nicht einfach so rausgehen, so oh, tschüss, das war's, sondern einen kleinen Beitrag, wo ich euch nochmal so mitnehmen, wo wie so die letzten 3,5 Jahre für mich hier so waren, wie ich so hier gearbeitet habe. Und da kriegt ihr vielleicht nochmal einen kleinen Eindruck, so als kleinen Abschiedsbeitrag. Auch da werde ich mir die ganzen Kommentare anschauen. Deswegen vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und zum letzten Mal, Mats ab. Hallo ihr Lieben und auch die nächsten Netten. Ja, ich glaube, wenn ihr das gelesen habt, ist das keine große Überraschung mehr. Denn YouTube nimmt das ja einem schon ab mit dem Titel in der Beschreibung. Ich verlasse nach 3,5 Jahren die Gameswelt. Warum, wieso, weshalb, das werde ich alles in meiner letzten Folge InsideCoin bequatschen. Das ist Folge 743, schaut da gerne mal rein. Ich habe über ungefähr 200 Folgen hier mitgemacht. 500 irgendwas war mein erster. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Und da ich hier ein bisschen euch was anderes zeigen will und nicht nochmal erkläre, warum, wo gehe ich hin, sondern euch mal so näher bringen möchte, wie ich meine 3,5 Jahre hier verbracht habe, zeige ich euch einfach mal, wo habe ich gearbeitet, was habe ich hier so gemacht, was waren so meine täglichen Sachen, vielleicht auch so ein paar Behind-the-Scenes, lustige Stories, wie auch immer. Und natürlich auch, welche Spiele mich so in der Zeit begleitet haben, welche mir sehr gut gefallen haben, welche nicht, was mich so vielleicht so in der Zeit ein bisschen mal aufgeregt hat, wiederkehrend, habe ich mir gedacht, quatschen wir jetzt mal so ein bisschen. Wird also ein bisschen so ein Laberding, deswegen setzt euch hin, holt euch was zu trinken, wird doch alles so ein bisschen low-key. Und dann, ihr seht schon, ich sitze hier im InsideCoin-Set. Hier haben wir sehr, sehr viele Folgen gemacht, euch eigentlich immer alle möglichen Beiträge näher gebracht. Sei es über die Events, wo wir unterwegs waren oder die coolsten Spiele, die gerade rauskommen. Und die coolsten Spiele ist ein gutes Stichwort, denn was ist natürlich mein Highlight-Spiel? 3,5 Jahre, da hat man ein paar viele Beiträge gemacht. Ich habe sie nicht gezählt, sind garantiert einige hundert wahrscheinlich am Ende. Und ich höre euch schon schreien, wenn ich jetzt gleich meinen Lieblingstitel sage. Wo ist ein Baldur's Gate 3, ein Elden Ring, ein Zelda Tears of the Kingdom, ein God of War? Einmal kurzes Shoutout noch an Marvel's Midnight Suns. Ich muss sagen, das Spiel hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also wenn ihr das noch nicht kennt, noch nie gespielt habt, holt das nach. Ich finde, dieses Spiel bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit, dass es eigentlich so gut ist, wie es ist. Nee, mein liebstes Spiel ist, obwohl es auch ein paar Mal verschoben wurde und ich es eigentlich ganz, ganz lange begleitet habe, ist auf jeden Fall Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy hat das geschafft, woran viele Titel für mich gescheitert sind.
Es hatte mir eine Open World präsentiert, die mich nicht überladen hat mit unzähligen Nebenaktivitäten und trotzdem so einladend war, dass ich gerne meine Stunden darin verbracht habe. So konnte ich auch über einige Schwächen beim Questdesign, dem Gameplay und der Handlung hinwegsehen. Das lag zuletzt nicht auch an einem echt hohen Nostalgiefaktor, denn so bin ich einfach von klein auf mit Harry Potter aufgewachsen. Filme, Bücher oder die alten Spiele, ganz egal, ich habe alles davon konsumiert. Die CD-ROMs habe ich sogar heute noch zu Hause. Und mal wieder in diese magische Welt einzutauchen, die einen seit dem Kindesalter begleitet, und wieder selbst den Zauberstab zu schwingen, war einfach richtig schön. Ja, ein weiteres Set, wo wir ganz viel Zeit oder ich viel Zeit verbracht habe, ist hier das Greenscreen-Setting. Davon habt ihr am Ende nicht viel gesehen, weil das ist ja der Sinn eines Greenscreens. Aber ihr wisst ja, wie es funktioniert, muss ich euch nicht erklären. Hier habe ich gerade zu Beginn sehr, sehr viele Let's Plays gemacht in der tollen Formatreihe Mein erstes Mal. Das war eh eine tolle Idee von meinem Chef damals, weil ich kam ja gerade frisch aus der Uni. Frisch studierter Student, kam da raus, hatte noch nicht so viel Erfahrung. Hatte auch so diese ein, zwei Jahre, sag grad so ein bisschen Pause an in der Videospielwelt, sage ich mal, nicht so die größte Erfahrung. Und dann habe ich hier angefangen. Da muss ich kurz eine erzählen, das fällt mir gerade ein. Eine Sache muss ich erzählen. Als ich im Vorstellungsgespräch saß, das weiß ich noch ganz genau, kam die Frage, auf welche Titel ich mich denn in Zukunft freue. Also damals, als ich angefangen habe, das war 2019 das Vorstellungsgespräch, auf welche Titel ich mich in Zukunft freue. Habe ich so zwei, drei kleinere Titel genannt, einfach auch so auf meine Kindheitsspiele, wo ich wusste, da kommt bald was Neues. Orcs Must Die 3 zum Beispiel. Und dann habe ich das genannt und dann wurde nachgefragt, ob ich denn Cyberpunk kenne. Und in diesem Moment, ich hatte einfach so den härtesten Blackout vom anderen Stern, mir ist es nicht eingefallen. Natürlich kannte ich die ganze Marketingkampagne mit Keanu Reeves und dieses Riesending, das hat man natürlich mitbekommen. Aber das ist mir in dem Moment nie eingefallen, muss ich ehrlich zugeben. Aber sie haben mich trotzdem genommen. Ich muss dann wohl anders überzeugt haben. Aber der Tag ist mir prägend in Erinnerung geblieben, bei 38 Grad im Hemd. Das war schon ziemlich krass, 6 Stunden lang hier dann alles Mögliche zu machen. Genau. Und, weil ich schon da bin, mir wurde dann gesagt, das war irgendwie Ende der Woche, Ende Juli und ich habe Anfang August Geburtstag. Und das hieß dann, bis nächste Woche geben wir dir Bescheid, ob wir dich nehmen oder nicht. Und dann am Montag habe ich so einfach aus Spaß, kam ich runter, hatte Montag Geburtstag, hat zu meinen Eltern gesagt so, oh ja, die könnten mir heute schon die Zusage schicken. Zack, 15 Uhr kam sie. Also, ich weiß immer noch nicht, ob es geplant war. Wenn ja, haben sie sehr gut gemacht. So, also, dann kam ich hier an als frischer Student, hatte nicht so viel Erfahrung. Dann war klar, okay, pass mal auf. Ich brauche viel Erfahrung vor der Kamera. Und wir können euch ja ganz, ganz viele Titel so zeigen. Und so gab es diese Videospielreihe mit mein erstes Mal. Ich wurde einfach hingesetzt vor 2, 3, 4 Spiele, die ich davon noch nie gehört habe, einfach mal auszuprobieren. Ging los mit Assassin's Creed, das kannte ich natürlich. Aber dann kamen sehr, sehr viele Indie-Games. Und ein paar Indie-Games sind mir da auch hängen geblieben, die ich echt cool fand. Das einmal Dorfromantik natürlich. Ich glaube, das hat jeder mitbekommen. Wir haben da auch viel zu gemacht, auch im Interview. Ich kenne ja auch einen der Entwickler. Und ein anderes, man muss sagen, ist vielleicht nicht mehr so Indie-mäßig, das eine Spiel, einfach weil es von EA gepublished ist. Das ist schon ein bisschen größer. Aber das ist Lost in Random. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Wenn man hört, was Lost in Random an Gameplay-Mechaniken so miteinander verbindet, fragt man sich eigentlich, wie das gehen soll. Deckbuilding, Random-Faktor mit Würfeln und dann auch noch ein Action-Adventure aus der Third Person? Aber was soll ich groß sagen? Das macht richtig Spaß. Abgerundet wurde das Ganze von einem echt coolen Artstyle, der mich direkt an Tim Burton erinnert hat. Zudem war die Spielwelt so einzigartig, abwechslungsreich und verwunschen, dass durchaus das Gefühl aufkam, als ob man sich gerade in einer alternativen Welt von Alice im Wunderland befindet. Für mich einfach ein rundum gelungener Titel. Eine Sache habe ich noch. Abgesehen davon, dass hier immer 2, 3 Kissen drunter sind, weil immer wenn du neben Felix sitzt und der Felix ist so ein Hühne und ich nicht und dann sind die Stühle nicht gleich hoch, habe ich immer 4, 5 Kissen untereinander gehabt, dass wir irgendwie gleich groß waren. Nee, eine Sache, weil wir beim Vorstellungsgespräch waren. Vielleicht seht ihr das Video hier irgendwo eingeblendet, wenn wir es finden. Ich habe damals Ori Will of the Wisp gespielt. Als genau hier, das war mein Vorstellungsgespräch, ich saß hier und sollte einfach so 20 Minuten, einfach so Let's Playen, hier mit dem Controller Will of the Wisp spielen. Und ich bin einfach im Tutorial gescheitert. Ohne Witz, ich hab's nicht geschafft. Das war eben so, in einem Baum musste ich irgendwie so hochspringen, ich glaube zweimal hin und her an der Wand. Und ich habe die oberste Kante einfach nie bekommen. Ich saß da 10 Minuten, hab da gespielt und hab gedacht so, ja gut. Ja, dann können wir es auch lassen, ne? Was machst du jetzt so ungefähr? Aber es hat ja funktioniert. So, machen wir weiter.
So, damit kommen wir zu unserer Couch-Bastel-Wohnzimmer-Ecke. Ich muss sagen, das war sogar mit mein liebstes Set immer über die ganzen Jahre. Eigentlich steht hier immer eine Couch hinter, manchmal ist auch ein Tisch da oder was ganz anderes. Denn immer wenn man hier was gemacht hat, war es klar, dass es was ist, da wirst du ein bisschen mehr Zeit drin investieren. Einfach vorbereitungsmäßig auch mal ein kleines Set aufbauen. Und da ich ja immer aus diesem Live-Bereich so ein bisschen kam, als Theaterspieler oder mit diesen großen Fernsehsendungen, die zwei Stück, die ich davor gemacht habe, oder meine Raumfahrtshow in ganz Deutschland, war ich immer eh der Typ, der sich gerne auf was vorbereitet hat und diese Präsentation am Ende die Kür für mich war. Und deswegen fand ich es immer cool, hier in diesem Set zu sein, um mal irgendwas immer zu machen. Sei es, wir hatten mal ein Spiel, da habe ich gezaubert für den Felix oder den Lego Pac-Man Arcade Automat, den ich gebaut habe. Oder auch ganz groß, haben wir jetzt 3 Jahre hintereinander gemacht, den Gamescom-Auftritt für das BSI. Das war immer hier in diesem recht legeren Setting und ich bin auch ein Couchmensch, deswegen mochte ich das immer sehr, weil hier hat man was immer gemacht, man konnte sich vorbereiten und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da kommt man natürlich bei mir jetzt rein, was kommen denn oder was waren denn so die großen Events, wo ich gesagt habe, da hat es mir sehr viel Spaß gemacht, was waren denn so Drehs, wo ich echt viel Spaß hatte. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, Gamescom, das war immer ein Riesending, gerade letztes Jahr, wo die Corona nicht mehr so stark zu spüren war. Oder auch, wir hatten mal einen Dreh in Paderborn bei Aerosoft, waren wir direkt am Flughafen. Ich weiß, die Spiele ist nicht was für jeden, nicht für jedermann, aber der Dreh war so cool. Wir kamen da an, hatten unseren Rucksack dabei, wo wir einfach so eine Kamera drin hatten und 2 Mikrofone, fertig. Haben wir uns gedacht, wir machen das halt klassisch halt vor Ort. Komm, wir machen ein Interview mit so 2, 3 Entwicklern und am Ende mache ich euch so einen Eventbericht. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Dann kamen wir da aber an, da hatten die einfach ein absolut geiles, krankes Set aufgebaut für uns, mitten im Hangar, echt mit 2 schönen Stühlen und mit Techniker. Also da war alles da, mit Kameras, mit Live-Regime. Wir mussten gar nichts mitnehmen. Und die Entwickler waren so lieb, so, ach, ich dachte, wir machen das immer so ungefähr so. Nee, eigentlich haben wir es immer dabei. Aber das war ein sehr cooles Event, was mir im Kopf geblieben ist. Aber mein Highlight sogar, und das ist ein anderes, was ich rausstellen muss, ich könnte natürlich schon wieder Hogwarts Legacy nennen, wo wir in Hamburg Anfang letzten Jahres waren. Aber nee, es war ein anderes, weil das war auch so ein persönliches Ding von mir. Da habe ich das zum ersten Mal auch so selber alles so planungsmäßig übernommen und habe direkt gemerkt so, ich habe das ein bisschen unterschätzt damals. Vom ganzen Aufwand her, was so schief gehen kann, wie viel man planungsmäßig auch manchmal für solche Drehe braucht. Und zwar war das mein Dreh zum Spiel Kerbal Space Program 2, wo wir beim DLR hier in München waren. Dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt habe ich so einiges zu verdanken. Vor allen Dingen meine ersten großen Erfahrungen als Moderator dank der deutschlandweiten Raumfahrtshow, bevor ich hier meinen Job angetreten habe. Als dann klar war, dass Kerbal Space Program 2 erscheint, war für mich klar, da will ich was Besonderes zu machen. Warum also nicht mal das DLR in München besuchen? Gesagt, getan, was mir auch echt viel Spaß gemacht hat. Mal wieder einen Tag den Blick hinter den Vorhang der Wissenschaft zu werfen, war schon cool. Gerade wenn man wie ich dem Raumfahrtthema so zugewandt ist. Und so war der Dreh beim DLR für mich wie ein kleines Nachhausekommen, nur unter anderen Vorzeichen. So viel zu unserem Couch- und Bastel-Eck. Kommen wir damit zu unserem neuesten Set. Das ist unser TikTok-Influencer, das neueste News-Set. Kennen wahrscheinlich von Leuten, die jetzt auf YouTube zuschauen, wahrscheinlich nicht alle. Wir haben irgendwann mal vor paar Monaten einfach entschlossen, wir machen das jetzt ein neues Format. Und da wir jetzt auf TikTok auch immer mehr unterwegs sind, was ja mit mir so ein bisschen angefangen haben, haben wir jetzt so ein ganz klassisches Influencer-Set gebaut mit ganz vielen schönen bunten Farben. Und hier stand ich dann in letzter Zeit immer, um euch die News zu präsentieren. Habe ich eh immer so ein bisschen gemacht, früher mit dem alten Format mit 4 News pro Tag. Ist jetzt runter auf 1 News pro Tag, könnt ihr mal als Short-Version auf TikTok, auf Insta, überall, wo es Social Media gibt, anschauen. Und das, was mich immer so ein bisschen aufgeregt hat in der Zeit, wo ich dann hier stand, ihr müsst überlegen, man muss nur in Anführungszeichen, 60 Sekunden diesen Text gerade aussagen. Wie viel Fehler man da reinhaut in solchen kurzen 60 Sekunden, das hat mich dann immer so ein bisschen aufgeregt. Man hat ein Wort vernuschelt, drüber gestolpert, falsch ausgesprochen, undeutlich. Und das alles innerhalb 60 Sekunden. Da habe ich mir gedacht, das muss doch eigentlich einfacher gehen, sich einfach hinzustellen. Und innerhalb so 60 Sekunden einfach so eine News zu präsentieren. Nee, es hat immer so 2, 3 kleine Hagler. Manchmal lief es natürlich besser, wenn man sich gut auskennt, manchmal nicht. Aber wir haben jetzt einen Teleprompter oder sind gerade noch dabei. Dann wird es garantiert in Zukunft besser, gerade wenn man beim Text bleiben muss. So, aber was mich nämlich auch in der Zeit so aufgeregt hat, während ich hier gearbeitet habe, nicht nur das hier einsprechen, sondern spieletechnisch, das sind 2 Sachen. Da muss ich mich einmal aufregen, oder was heißt aufregen, es hat mich immer genervt und das fand ich ein bisschen schade, wenn denn immer diese riesen Open-World-Rollenspiele kamen.
Ich hatte sehr, sehr viel Spaß, zum Beispiel die Assassin's Creed Rollenspiele nachzuholen. Aber wenn ich die Story durch hatte, war das auch genug. Ich wollte gar nicht diese riesen Open World rumlaufen und so. Und deswegen haben mich ganz, ganz viele von diesen großen Titeln, wie in Baldur's Gate 3 zum Beispiel, bis jetzt auch immer abgeschreckt, da wirklich reinzugehen. Weil ich immer denke, ey, mit meiner Spielzeit fühle ich mich da nicht so ganz, keine Ahnung, abgeholt, weil ich nicht veröffentlicht so viel Zeit da reinstecke und gerne viel coolere Sachen. Ich hätte gern gestreamlinete, coole Stories, einfach kurz, knackig. Von mir kann ja trotzdem noch 30 Stunden sein. Aber diese 100 Stunden Open-World-Dinger, das hat mich immer so ein bisschen aufgeregt oder fand ich ein bisschen schade. Und die zweite Sache, und das ist das, was mich viel mehr aufgeregt hat, oder ja, es ist doch aufregend, das ist eigentlich das richtige Wort. Das sind die Prozentzahlen in runden Strategiespielen. Also, wer auf die Idee gekommen ist, verstehe ich heute noch nicht. Ich muss direkt vorneweg schicken, nicht, dass ich es mir jetzt noch mit euch auf die letzten Tage hier verscherze, dass ich durchaus den Sinn hinter den Prozentzahlen und dem Glücksfaktor in Strategiespielen sehe und auch die darin verborgene taktische Tiefe verstehe. Würde immer alles zu 100% funktionieren, wäre das ja auch nur eine andere Form von Schach. Was mich aber immer so daran aufgeregt hat, waren einfach die Umstände, wenn es für mich nicht mehr nachvollziehbar oder unverhältnismäßig war. Also der Spielspaß so ein bisschen auf der Strecke blieb. Wenn jemand aus 30 Feldern Entfernung daneben schießt, voll in Ordnung, passiert, ist gekauft. Oder wenn aus einer mittleren Distanz von einer Feuersalve 3 treffen und 2 daneben gehen, hey, passt total, das fühlt sich soweit alles organisch an. Wenn mir ein Spiel dann aber wieder erzählen möchte, dass wenn ich mit der Schrotflinte direkt hinter einem Gegner stehe und dann überhaupt nichts treffe oder der Nahkampf schief geht, dann ist das für mich halt einfach maximal frustrierend. Und für mich auch kein Faktor mehr aller, hey, das kann ja auch mal schief gehen. Zum Glück tritt das aber nicht bei jedem Rundenstrategiespiel in diesem Ausmaße auf. Doch wenn es vorkam, hat mich das richtig genervt, gerade weil die Kämpfe eh immer recht lange dauern. Ein Raum, den ihr wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, den ihr nie zu sehen bekommt, sondern nur die exquisiten Ergebnisse herausbekommt, ist unsere Tonaufnahmekabine. Hier saß ich und habe immer alle möglichen Beiträge oder News oder sonstige Sachen, wo man halt was einsprechen musste, eingesprochen. Und ich muss sagen, da hatte ich zu Beginn immer gesunden Respekt vor, weil mir klar war, als ich angefangen habe, dass gerade sprachlich ich nicht der Stärkste bin. Ein bisschen undeutlich, manchmal ein bisschen zu schnell, verhaspelt, so drüber gestolpert. Einfach so ein bisschen ungenau einfach in allem. Und deswegen hatte ich immer gesunden Respekt davor. Was sich natürlich gebessert hat, dadurch, dass ich einmal eine Sprecherziehung quasi besuchen durfte bei der Schauspielschule Otto Falkenberg in München. Liebe Grüße an meine Lehrerin, hat mir sehr viel Spaß gemacht und das hat dann doch mit der Zeit immer besser und besser geklappt. Und wenn ich mir jetzt alte Dinger von mir anhöre, von Anfang an mit meiner noch sehr, ich sag mal, jugendlichen und jungen Stimme und jetzt, wenn ich jetzt Sachen einspreche, das sind Unterschiede wie Tag und Nacht. Also wirklich, ich kann mir die alten Dinger auch nicht anhören, so schlecht sind die. Das ist wie das Selbstgeißelung auf dem höchsten Niveau für mich, wenn ich das mache. Das ist wie alte Facebook-Chats durchlesen, wenn man 14 war. Ganz cringe, ganz cringe. Klar, im Kern waren alle Teile noch Burgbauspiele, die dem Ursprung der Serie treu blieben. Doch schafft es Firefly endlich mal wieder den Sweet Spot zwischen Aufbausimulation und Echtzeitstrategie zu treffen, wie es schon bei meinem absoluten Favoriten Crusader der Fall war? Dieses Video wird es euch verraten. Und eine Sache muss ich auch noch erzählen, bevor ich das erzähle, was ich eigentlich hier erzählen wollte. Ich saß einmal, das war noch zu Hause im Homeoffice, ich habe mir zu Hause auch so eine kleine Tonaufnahmekabine gebaut mit Decken und Isomatten und alles Mögliche. Ich hatte mal einen Text, den ich einsprechen musste und da war ein Satz dabei, ich musste so, ich bin ein Pirat sagen. Ich habe da, glaube ich, 100 Takes für gemacht oder so. Da war ich irgendwie so fanat, dass dieses Arge. Ich krieg's jetzt wieder nicht hin, aber ich habe da, glaube ich, 100 Takes für gemacht. Ja, da habe ich mich immer sehr viel gespielt und finde aber cool auch, welchen Progress das und Unterschied das gemacht hat, dass man das auch so krass sieht oder hört. Also ich zumindest, ich hoffe ihr auch irgendwo. Wo ich hingegen keinen Fortschritt bei mir gemerkt habe, sind in zwei Kategorien an Spielen. Das sind einmal Roguelikes und Souls-Likes. Lustig, immer alles mit Likes. Souls-Likes, es ist einfach nicht mein Genre, kann ich so sagen, kurz machen wie es ist. Nichts gegen Elden Ring und die ganzen Spiele, aber ich habe es 8-10 Stunden probiert, ist einfach nicht mein Typ an Spielen. Bei Roguelikes hingegen muss ich sagen, da gab es auch coole. Cult of the Lamb zum Beispiel, fand ich ganz cool. Aber ich finde die immer ganz cool bis zum ersten Run. Also bis man den ersten Run
geschafft hat. Also den Boss sind auch einige Tries, die man da braucht. Aber wenn ich den geschafft habe, hatte ich immer so das Gefühl, ich habe jetzt alles gesehen, habe alles so durchgespielt. Und jetzt kommt halt noch natürlich ein bisschen was, verändert sich dann natürlich. Aber ich habe trotzdem immer das Gefühl gehabt, eigentlich habe ich vom Spiel alles gesehen. Deswegen bin ich auch damit nie warm geworden. Wo sich hingegen meine Meinung nicht geändert hat, und wo ich das ein bisschen schade finde, dass sich nicht so viel entwickelt hat und das so ein bisschen mein Lowlight innerhalb diesen 3,5 Jahren waren, das war die sogenannte Next Gen. Was war das eigentlich für ein perfektes Setup, um einen neuen Job in der Gaming-Branche anzutreten? Da fängst du an und kurze Zeit später kommt eine neue Konsolengeneration auf den Markt. Aufbruchstimmung in der gesamten Branche, neue technische Möglichkeiten. Zu Beginn kommen direkt echt geile Exklusivtitel, um die Verkäufe anzukurbeln. Jeder holt sich direkt eine der neuen Konsolen und alle deine Freunde sind am Zocken. Ja, sollte man eigentlich meinen. Bei der Xbox Series und der PlayStation 5 war das aber ganz und gar nicht so. Die Konsolen waren vergriffen oder nur echt teuer zu haben, von geilen Exklusivtiteln weit und breit keine Spur und auch technisch war der Sprung jetzt nicht so riesig wie erhofft. Der größte Fortschritt war hier wohl die SSD, welche die Ladezeiten drastisch verringert hat. Und auch jetzt, 3 Jahre später, fühlt es sich für mich immer noch nicht so an, als ob wir mit den Konsolen einen großen Sprung gemacht hätten. Schade. Jetzt habt ihr einen guten Eindruck bekommen von allen Sets, wo ich in den letzten 3,5 Jahren hier immer was für euch produziert habe, sei es irgendwelche Beiträge, was eingesprochen oder sonstige Sachen. Fehlt natürlich noch die Frage, wie geht's weiter? Zukunftsmäßig, worauf freue ich mich? Welche Spiele möchte ich euch an die Hand geben, die ihr nicht verpassen solltet? Also einfach alles das, was ich leider für euch nicht mehr betreuen kann, sondern ihr jetzt auf eure eigene Weise erkunden müsst. Oder ihr bleibt halt einfach Abonnent dieses Kanals, dann kriegt ihr es auch mit, weil meine liebreizenden Kollegen, die betreuen das auf jeden Fall. Die Zukunft gehört dem Mittelalter. Naja, zumindest in der Videospiellandschaft und das wahrscheinlich auch nur für mich, denn 2 von meinen 3 Titeln, auf die ich mich in Zukunft sehr freue, haben sich genau dieses Setting zu eigen gemacht. Vorneweg natürlich Manor Lords. Wie sollte es auch anders sein? Fantasy-Elemente sind die Fehlanzeige, knallharte Mittelalter-Aufbausimulation mit ein bisschen Kampf. Die Demo hat Ende 2022 voll überzeugt, da kommt der Early Access-Start am 26. April sehr gelegen. Als zweites möchte ich Kingdom Come Deliverance 2 nennen. Ich weiß, der Titel holt auch nicht alle Gamer ab, hatte auch hier und da offensichtliche Macken, aber die Spielwelt und die ganze Atmosphäre war einfach der Hammer. Und davon hätte ich einfach gerne mehr. Dass ein Nachfolger kommt, dazu gibt es bis jetzt nur Gerüchte, ich bin aber einfach mal guter Dinge. Zum dritten Titel gibt es bis jetzt auch nicht viel mehr als einen kleinen Teaser-Trailer, der ist aber so ikonisch, dass jeder direkt weiß, um was es geht. James Bond 007 von IO Interactive. Die Hitman-Reihe hat mir richtig viel Spaß gemacht. Nicht umsonst mein liebstes Spiel aus 2020, da passt für mich ein James-Bond-Spiel einfach wie die Faust aufs Auge. Dieser Entwickler mit dieser Marke, das ist einfach ein Perfect Fit. Große Titel wie Assassin's Creed, Mass Effect, GTA 6 oder wenn irgendwann mal das neue The Elder Scrolls 6 rauskommt, habe ich jetzt natürlich außen vor gelassen. Darauf werden wir uns eh alle freuen. Das wird jeder mitbekommen, also das wollte ich jetzt nicht nochmal extra nennen, weil darauf sind wir eh alle gespannt. Damit habe ich auch gar nicht mehr so viel zu erzählen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick zu auch Behind the Scenes Spaß gemacht. Normalerweise würde ich mich jetzt ja mit einem sehr schlauen Satz verabschieden, weil ich muss sagen, ich habe mir irgendwann den Satz einfallen lassen mit zur Begrüßung, hallo ihr Lieben und auch die nicht so netten. Das hat sich irgendwann einfach so ergeben, weil ich immer so hallo ihr Lieben gesagt habe und dann das nicht so netten kam einfach so eine Eingebung. Fürs Ende hatte ich aber nie so einen, Satz, der mir so wirklich gefallen hat. Deswegen habe ich dann einfach immer so angefangen, dumme Sätze zu sagen. Wie zum Beispiel, Hackfleischkneten ist wie Kühe streicheln, nur später. Ich gebe euch jetzt einfach noch meine letzten Sätze mit, die ich hier noch in meinem schlauen Handy drin habe. Dann habt ihr ein paar auf dem Vorrat, dann könnt ihr die immer mitnehmen für euch. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Elefanten werfen. Die Bredouille ist kein Ort in Frankreich. Bei Lehmarbeiten braucht ihr unbedingt Wasser, das gehört zum guten Ton. Geld spielt keine Rolex. Leute, die einen runterziehen, sollte man nicht mit ins Hallenbad nehmen. Sehr wichtig. Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit. Die Banane ist nur krumm, weil sie 40 Jahre einen Bogen um die DDR machen musste. Hat er nicht gesagt. Reis klumpt nicht, wenn man jedes Korn einzeln kocht. Raffinierter Zucker ist schlauer als brauner Zucker. Die Glatze ist eine immer noch ausgefallene Frisur und fährst du quer, siehst du mehr. So, jetzt habt ihr ein paar auf Vorrat, die könnt ihr immer rausholen, wenn ihr welche braucht und ich nicht mehr da bin. Damit bedanke ich mich sehr herzlich bei euch fürs Zusehen über die 3,5 Jahre. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es zumindest Spaß gemacht.
Ich werde das natürlich nie vergessen und ich bin kein Mann der großen Worte bei sowas, deswegen danke für alles. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und man sieht sich immer zweimal. Servus.